Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Das Update kam gerade frisch raus und man muss sagen, dass es das letzte große Update von der aktuellen Season ist. Es gibt viele neue Änderungen, wie zum Beispiel die Generatormaschine und sogar geheime verschlüsselte Skins, die Leaker leaken konnten. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran und aktiviert die Glocke, um hier nichts zu verpassen. Und lasst mal auf Ehrenbruderbasis 5000 Likes packen. Danke dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Freunde, wir sind gerade mit Pischta am Start. Was geht ab, Pischta? Was geht ab, Sue? Bist du schon gehypt, dass ich dir die ganzen krassen neuen Sachen vom Update erzähle, oder was? Oh mein Gott, so was von gehypt. Okay, dann guck mal direkt erstmal in die Mitte. Dort haben wir nämlich den Collider, die neue Stadt, den neuen Ort. Und zwar ist das eine Generatormaschine. Und guck dir mal bitte den ganzen Fluss dort rechts an. All das ganze Wasser ist weg. Das ganze Wasser ist weg dort? Ja, guck dir mal die Karte an. Hier, alles Wüstengebiet jetzt geworden. Oh mein Gott, ich sehe das. Und wir gehen auch gleich direkt dorthin, Bro. Wir nehmen uns hier ein paar Items, ein Jetpack oder so. Ein Rift habe ich auch direkt gefunden. Und dann gehen wir direkt rüber, weil wir wollten hier gleich mit Items rüber, weil ihr wisst, immer wenn ein neuer Ort am Start ist, sind da so übertrieben viele Gegner, dass wir gar keine Möglichkeit haben und vielleicht zufällig dann auch direkt am Anfang down gehen. Deshalb looten wir hier ein bisschen. Auch nicht zu lange. Und dann gehen wir direkt rüber. Bro, ich bin jetzt schon ready. Ich nehme noch ein Jetpack mit, dann bin ich ready. Dann können wir uns alles angucken gehen. Ich habe kein Jetpack. Ich finde keinen. Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Hier muss doch irgendeins sein. Ich gebe mir ganz kurz Schildtrank so lange und rede mal über den neuen Ladebildschirm. Hier, Freunde, man hat den neuen Skin aus dem Crew-Paket ja schon diesen Monat bekommen gehabt. Und jetzt gibt es nochmal eine neue Variante oben drauf. Also alle, die diesen Skin haben, denke ich mal, freuen sich über diese neue Variante. Kurz nochmal den großen Schildtrank geben und da ist noch ein Rift. Geil. Dann können wir auch direkt eigentlich gleich riften. Ich habe ja zwei so, warum nicht? Bist du bereit, Bro? Ich bin auf jeden Fall bereit, Bro. Ja, dann komm, let's go, Bro. Nimm alles mit und dann fliegen wir direkt rüber. Aber wisst ihr was? Egal, ich brauche gar keinen einzelnen Schildtrank. Ich bin jetzt eh full life und wir schaffen das schon, Freunde. Komm mit! Hier, Freunde, der zweite Ladebildschirm. Wo bist du denn, Pisch, zu dem A? Ach, du fliegst so rüber. Ich wollte riften. Ja, okay. Wenn das so ist, Bro, dann werden wir keinen Rift wasten. Ist in Ordnung, Bro. Wenn du so machst, dann komme ich direkt rüber. Zack. Ja, okay, und vielleicht. Bam. Oh mein Gott, guck dir das mal an, wie das optisch einfach aussieht. Was denkst du? Hast du eine Theorie, was passieren wird damit? Ich glaube mal, du siehst doch das Gelbe in der Mitte da, ne? Ja. Das ist so ein Energiestrahl. Richtig? Ich glaube mal, das Energiestrahl, wie du das siehst da oben, diese Wind-Dings da, geht nach oben. Das Energie, bam, und einem, ich glaube, neuen Riss oder so. Meinst du, eventuell kommt der Nullriss wieder zurück? Das könnte auch sein. Und da oben sehe ich den ersten Gegner, wie ich schon vermutet, schießen die Leute hier rum, wie sonst was. Hier sind übertrieben viele. Und ich habe leider meinen Jump verkackt. Ich hätte auch Hängegleiter aktivieren müssen. Aber kein Problem, ich bin gleich bei dir, Bro. Ich bin gleich bei dir. Oh. Lass Pischte in Ruhe. Oh, Pischte, du bist low, oder? Nein, ja, ich habe einfach kein Blue Life. Hast du kein Blue Life? Wo ist denn der Typ? Der ist da unten, der ist ja hier. Lass Pischte in Ruhe. Der haut ab. Und der ist Shipwreck. Aber kein Problem für uns. Rechts ist hier, links, links. Hier sind Splashies, Splashies. Hier ist gleich noch einer. Zwei Leute am Fighten. Sorry, dass wir uns einmischen. Und weg. Guck mal, das Problem ist, die haben keine Chance, wenn du ein Jetpack hast. Und wie sieht's hier bitte aus? Ich hab keinen Moon. Ich hab keinen Moon, Freunde. Ich hab keinen Moon. Bro, kill den mal und heil dich. Ich brauch unbedingt Moon. Moon to the Moon. Das nehmen wir mit. Rein damit. Hast du Pump-Moon ein bisschen? So ein bisschen kleine Pump-Moon für mich? Hier ist sogar noch ein Jetpack. Okay, Freunde, das wusste ich nicht. Das heißt, wir hätten da gar nicht irgendwo anders landen sollen. Wir hätten theoretisch direkt hier das Jump-Pit mitnehmen können. Voll krank. Krass, wie das aussieht. Ich bin echt gespannt. Aber ich sag euch, Freunde, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit so ein fette Rolle spielen beim Live-Event. Wir werden ja diesmal wirklich ein Live-Event bekommen. Da gibt es ja auch schon einige Informationen, die geleakt wurden. Und letztes Mal hatten wir, in dem letzten Update hatten wir noch kein Live-Event bekommen. Hier ist jemand, der fliegt hier rum. Ja. Danny Boy, bist du das? Hat Hit. M ist vorhanden. M ist... Der ist low. Happy. Kirill Chronic. Oh, du machst alle direkt Kinder explodiert. Einfach. Aber sei mal ehrlich, musstest du gerade nachladen oder was? Ja, ich musste gerade nachladen. Sollen wir mal ein bisschen näher ran? Wie geil sieht das denn hier bitte aus? Die Leute werden auch immer wieder dazukommen, denke ich. Wir können hier eigentlich chillen, bis die Zone bei uns ist. Und versuchen auf jeden Fall irgendwelche krassen Sachen zu entdecken. Wir wissen auf jeden Fall, Jetpack kann man hier finden, was schon mal übertrieben krass ist. Hier ist ein Gegner. Wo ist ein Gegner? Da. Mach ihn fertig, Junge. Oh mein Gott, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Wo? Der ist oben. Der ist überfordert, Bro. Ich fliege einfach mit Jetpack. Und bam. Wo ist der andere? Wo ist der? Der ist hier oben. Ich komm hoch. Kann man hier hoch? Man kann hier wirklich hoch. Wie krass ist das? Der fliegt, Leute. Der fliegt.
Ich flieg mal mit dem Jumpet höher und höher. Und Freunde, für alle No-Skin-Liebhaber, ihr wisst, Chapter 1 hatten wir die normalen OG-No-Skins. Dann Chapter 2 hatten wir eine Erweiterung von den No-Skins mit anderen Klamotten. Und das Krasse ist, jetzt bei Chapter 3 hatten wir logischerweise wieder eine neue Veränderung. Aber wir werden jetzt die alten Chapter 2-Skins... Oh, der Arme. Chicken Kopf Larry. Und... Weg mit dir, Chicken Kopf Larry, weg mit dir, mein Freund. Wir werden die. Bro, was sagst du einfach dazu, dass wir die alten Skins wiederbekommen? Die Season, die Kapitel 2 Skins. Es ist voll geil, ich freue mich darüber, ich habe die voll vermisst. Da ist jemand? Das ist eine EO-Wache, ne? Okay. Also EO-Wachen sind logischerweise hier auch voll, ne? Und ich sage euch, beim Live-Event wird es nur eine Frage der Zeit, wann wir quasi den Siebenern unter die Arme greifen müssen und denen helfen müssen. Quasi. Der haut ab, Bro, der haut ab, der haut ab, der haut um sein Leben ab. Oh, oh. Wo ist der? Ich weiß es nicht. Es wird eine Frage der Zeit sein, wann wir quasi mit den Siemlern zusammen im Live-Event gegen die IO-Wachen fighten und dann endlich mal das Ende von den IO-Wachen zum Vorschein kommt. Dort rechts ist er. Ich freue mich. Einfach hochfliegen, Leute, die sind überfordert. Schön, schön gemacht, Sio, schön. Oh mein Gott, hier ist noch ein Rift. Willst du mitnehmen? Ja, ich nehme noch einen Rift, ne? Ja, alles klar. Ich habe jetzt auch zwei Rifts bei mir. Lass uns mal weiter. Oha. Wo sind die restlichen denn? Die fighten dort. Das Energiestrahl sieht richtig heftig aus, finde ich. So richtig mächtig. Fischer, sagst du, wer verlässt oder was? Leute, sollen wir wer verlässt machen in der neuen Stadt? Da sehe ich uns doch, oder? Ja, wer verlässt, ja. Da sehe ich uns sowas von, Chat. Ja, auf jeden Fall uns. Schreibt das in die Kommentare. Und wir müssen auf jeden Fall 5000 Likes packen. Auf ihrem Bruderbasis. Da hinten ist ein echter Gegner. Der haut ab. Chip break. There's one. Kill ihn. There's one. Ja, ich hab ihn bekommen. Oh mein Gott. Sein Partner ist ja auch irgendwo. Ich mach mal kurz die EU-Wache weg. Die kleine Nervensäge. Und dann reden wir mal kurz mal weiter über die neuen Sachen, die wir unter anderem bekommen. Neue Emojis. Immer geil für Skin Contest. Wisst Bescheid. Und natürlich auch ein neuer Spray. Guck mal hier diesen Spray an. Da ist einfach Jules abgebildet mit dem Drift-Skin. Mit dem Sommer-Drift-Skin. Schade, dass nicht Midas mit Jules am Start ist. Würde ich ein bisschen mehr fühlen. Aber Freunde, das sieht echt cool aus. Vielleicht kann man da irgendwie so eine High-Wasser-Fisch-Story oder so machen. Wer weiß, vielleicht gibt es den einen oder anderen aus der Community, der eine richtig geile Story damit macht. Da sehe ich uns auch unter anderem im nächsten Skin-Contest. Gibt es eigentlich einen High-Skin? Ist das eine Maus, die da runterfliegt, runterrast, runterläuft? Was gibt es? Ein High-Skin. Zum Beispiel. Ein High-Skin, ja, es gibt zum Beispiel diesen einen Ben, der ja diesen High-Skin als Kostüm hat. Aber so einen richtigen High-Skin gibt's nicht, wenn du das meinst. Boah, das sieht so echt mächtig aus, Leute. Wie du gerade auch gesagt hast, dieser Strahl wird von unten geschossen und bam, und da oben wird irgendwas entstehen. Vielleicht hat das auch mit Star Wars dann später was zu tun, aber ich denke nicht. Ich denke, irgendwie der Nullriss oder so kommt zurück und danach müssen wir gucken, ob eine neue Dimension hergestellt wird zwischen den einzelnen Parallelen in Fortnite, ja? Glaub mal, schau mal. Du hast, was du gerade mit Star Wars gesagt hast, ne? Ja. Guck mal, der Strahl geht nach oben und einfach eine neue Dimension kommt und einfach Star Wars und diesen, das Chef so mit Lichtgeschwindigkeit kommt da durch. Psiaum. Das wäre lustig auf jeden Fall. Weil irgendwo gibt es ja das Raumschiff, aber die Frage ist, wo? Man hat ja die Spitze immer gesehen gehabt. Hier ist noch ein Jetpack. Ich muss mal ganz kurz upgraden. Zack. Jetpack gewechselt. Und Zone ist auf jeden Fall nicht mehr krass bei uns. Wie bitte? Der Sternzerstörer. Der Sternzerstörer, genau so hieß er. Der müsste eigentlich hier irgendwo zu sehen sein. Und wer weiß, vielleicht schießt er den irgendwie ab oder keine Ahnung was. Vielleicht schießt er den ab. Aber lass mal kurz hier nach vorne schreiten. Hier sind einige Schüsse. Die Leute von Tilted fighten hier immer noch, oder? Die Siebenern gegen die EO-Wachen. Warst du das gerade? Ja, ich war das gerade. Ich bin doch hier bei dir. Da hat jemand einen Sniper. Ja, pass auf, dass du nicht gesniped wirst. Der ist down. Jemand schießt auf mich von ganz weit weg. Ich brauche eine Brille, Leute. Ich brauche eine Brille. Ich sehe nicht, wo die sind. Bis zu dem A. Granaten! Ich glaube, hier sind echt viele. Ja. Sag mal, sehe ich die nicht? Warum sehe ich die nicht? Wo sind die denn? Ich sehe die einfach nicht. Bist du da? Aber wenn ich die sehe, dann wird direkt Rambazamba gemacht. Über den Stühlen auch nicht. Komisch. Hey, wir waren doch gerade bei dem Stühlen. Aber wusstest du, dass es einen neuen FNCS-Skin geben wird? Bam, blende ich euch mal kurz ein. So sieht er aus, Leute. Ist okay optisch. Boah. Hier kann man sich auf jeden Fall snacken. Kennst du den ewigen Reisenden aus Battle Pass Season 10? Aus dem Battle Pass? Ja, doch, ja. Dieser eine grüne Astronaut. Der wird jetzt auf jeden Fall eine weibliche Assistentin bekommen. Hier in Türkis, Leute. Die blaue Version in weiblich hatten wir auch noch nicht. Aber wo sind denn die restlichen Gegner vor uns? Vor uns. Hat 40er? Noch ein Hit?
Oh, wir müssen schneller voran. Rechts, rechts, rechts. Der hat keine Deckung, Bro. Der hat keine Deckung. Ist deine tot. Slow, deine vorne ist slow. Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Und für alle Schwitzer, die die ganze Zeit am Arena schwitzen sind, ihr wisst ja so oder so, dass man eine Lackierung bekommt, wenn du zum Beispiel Anwärter bist und wenn du schaffst, 15.000 Arena-Punkte zu bekommen. Okay, tut mir leid, du Pro. Der lasert mich weg, Bro. Der haut ab. Oh. Wenn du 15.000 Arena-Punkte bekommst, dann kriegst du diese heftige Lackierung, Leute, auf dem Champion-Platz. Die sieht unnormal krass aus. Der ist low, der ist broke. Lieder eine Striker-Pump. Weiß ich nicht, ob ich das mitnehmen soll. Ich komme zu dir, Bro. Vielleicht kriegen wir den noch irgendwie stark, Junge. Wichtig. Der hat mich so weglasern wollen. Aber zum Glück habe ich noch die Deckung gehabt. Da oben ist jemand. Der hat, glaube ich, einen Sniper gehabt. Dort hinten. Lass mal dahin. Lass mal dahin. Lass ihn rushen. Lass ihn rushen. Ja. Einfach rushen. Zack, bam. Rush, fertig. Zack, zack, zack. Nicht, dass du stirbst. Nein, nein, ich bin eigentlich in Sicherheit. Ich habe meinen Rift so. Ich könnte im allerschlimmsten Fall wegriften, wenn irgendwie alles zu gefährlich ist. Unten links, Bro. Hab einen. Da sind drei andere. Und nimm das. Zwei rechts noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sind über Team viele. Ganz viele Teams, Bro. Die sind am Fighten. Hab. Der hat keine Deckung, keine Deckung. Und hab ihn. Boah. War hier oben nicht noch jemand? Der hat sich hier safe versteckt. Muss mal gucken. Ja. Kennst du schon den neuen Volcanic Ash Paketen Bundle Skin? Was für ein Paket? Da musst du mal das Video, Freunde, hier angucken, ne? Pischler muss das Video mal angucken, der ist nicht mal hier. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, lass riften. Hast du noch dein Rift? Ja, ich hab mein Rift noch. Okay, let's go, rifte dann. Warte, ich gebe mir noch kurz den großen Schildtrank. Wenn ich jetzt dadurch down gehe, weil ich so greedy bin, 200 HP zu haben und 100 Schild natürlich, dann bin ich traurig. Aber wir gehen nicht down, nimm kurz mein Auge mit. Boah, das war knapp, Pischer. Du hast nicht mal gesehen, dass ich mein Auge gedroppt hatte, oder? Ja, hast du. Ehrlich? Ja, ich hab's gesehen. Du hast sie genommen und habe ich direkt geriftet. Okay, Pischer, da muss ich dir jetzt mal was erzählen. Und zwar, wusstest du, dass Jonathan einfach Knastklamotten in Fortnite hat? Der hat Knastklamotten? Der ist ja gefangen und der wird ausbrechen, Leute. Und deshalb haben wir dann bald in dem Shop die Möglichkeit, Jonathan mit Knastklamotten. Der hat keine Deckung. Sorry für den KS. Alles gut, alles gut. Ist nicht schlimm. Ich wollte einfach nur draufschießen, damit du nicht down gehst, weißt du? Da hinten ist noch einer. Ist, denke ich, ein Bot. Zwei Leute. Ja, wie ist aber kein Bot? Der ist kein Bot. Wie ist kein Bot? Aber hier die Freundin, die Kollegin hier. Oh mein Gott. Lass uns weiter. Wir haben einfach 20 Kills. Weiter geht's. Nicht nachlassen, Bruder. Niemals nachlassen, Bruder. Und es gibt einen neuen Paradigma-Skin. Blende ich euch auch mal ein. Zack. So sieht sie aus. Kann man sich snacken. Ich finde natürlich hier unseren Gefängnis, John, ist die viel, viel cooler optisch. Den werde ich mir, denke ich, auch holen. Ein Skin, den ich eigentlich optisch feiere. Und, Freunde, es gibt verschlüsselte Skins, von denen man noch nichts wusste. Aber die wurden irgendwie geleakt durch Leaker. Ich blende die euch mal ein. Das sind die zwei neuen geheimen Skins. Optisch cool aus, muss man sagen. Aber man hat noch keine weiteren Informationen zu denen, wann die unter anderem dann erscheinen werden. Pass auf, die wollen sich hier Obst gönnen. Spider-Man, Spider-Man, geh in Deckung. Ich habe eine gute Deckung hier. Die hauen ab. Aber nicht mit uns. Das sind die Letzten. Nein, das sind nicht die Letzten, Bro. Doch, das sind die Letzten. 2 plus 3. Bist du lost? Der springt, aber er hat keine Deckung und ich habe kein Aim. Nein, lass mal nach links. Ich dachte echt, das sind die Letzten. Und Freunde, ich erzähle euch mal was richtig Geiles für alle, die das nicht wussten. Und zwar, pass auf, der hat einen Sniper. Fall Guys, endlich, Freunde, über diesen Moment habe ich mich so gefreut. Fall Guys wird eine Kooperation mit Epic Games machen, beziehungsweise Epic Games hat Fall Guys gekauft. Und wir werden Fall Guys einfach umsonst bekommen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass Fall Guys dadurch nochmal ein bisschen Hype generiert. Und ich werde in den nächsten Streams auf jeden Fall Fall Guys zocken, weil wenn es Epic Games und Fall Guys heißt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch unter anderem vielleicht so einen Custom Code oder so erhalten werden, wo wir dann zusammen mit der Community mit 60 Leuten in Fall Guys einfach unsere eigenen Runden machen können. Wie geil wäre das? Da sehe ich uns einfach in den Streams. Also lasst auf jeden Fall auch ein Like da und aktiviert die Glocke, um hier nichts zu verpassen. Spider-Man! Du kannst nicht springen wie Spider-Man. Er dachte auch wirklich Spider-Man. Rechts ist jemand anderes, kann das sein? Nee, ich hab ihn. Oh, der ist doch einer. Pischer, machst du eigentlich beim LEA-Skin-Turnier mit? Ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin. Morgen ist nämlich der Cup, Leute. Wenn ihr sagt, ey, ich bin gut genug und hol mir einen kostenlosen Skin, dann hier der LEA-Skin, Freunde. Der hat übertrieben viele Varianten. 8 Stück. Und das ist der erste Iconic-Skin, der einfach seinen eigenen Hängegleiter hat. Übrigens nur noch 2 Gegner. Lass mal mit denen spielen, Bro. Jo. Oha, 7 Kills, 17 Kills. Ganz starke Runde.
Ja, schade, dass du meine 20er Bomb mir nicht gönnen wolltest, oh aber okay, Bro. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ist in Ordnung. Ich wollte nur helfen. Ach Quatsch, alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall über die Fall Guys Corporation. Darauf habe ich richtig Bock. Ciao. Dich sehe ich auch in Fall Guys, dann können wir ein bisschen zocken. Und, auf jeden Fall. Hier habe ich noch was Cooles gefunden von den Leakern. Und zwar hier diese neue Map. Das ist eine neue Map mit Texturen. Aber das hat nichts mit der neuen Season oder sonst was zu tun. Das soll ein zusätzliches Live-Event sein. Kann ja auch sein, dass es direkt das Live-Event aus der jetzigen Season ist. Und man vielleicht dann quasi auf einer neuen Map in dem Live-Event spielt. Und ja, danach wieder zurück zur alten Map katapultiert wird. Aber da bin ich auch gespannt. Halte ich mal vielleicht. Vielleicht sind die letzten zwei ganz krass unterwegs. Ja. Und Bro, du weißt, ich bin eigentlich ein Fan von limitierten Modi, ne? Weiß ja, egal, Fall. Ob es pures Gold oder sonst was ist. Ja, oder ich find, Lava. Ja, ja, Lava-Modus ist ja eh einer der geilsten Sachen. Check ich auch nicht, warum Fortnite das nicht so reinbringt. Bisschen schade. Aber anscheinend arbeiten die jetzt wieder gerade an anderen LTMs. Unter anderem hier Highstake. Oh. Da, wo man zum Beispiel das Lama zum Bus, zum Bettebus da oben in der Luft quasi bringen musste und dann gewonnen hatte. Daran haben die nochmal gearbeitet und da bin ich echt gespannt, ob das jetzt vielleicht cooler als damals zurückgekommen ist. Aber eigentlich juckt mich dieser LTM auch nicht so hart. Ich würde viel, viel gerne lieber pures Gold bekommen, Bro. Was gibt's denn noch? Lava-Modus, Haftgranaten-Modus, der alte Thanos-Modus, das war der geilste überhaupt, Leute. Da habe ich mir auch nochmal so ganz krasse Sachen angeguckt, wie wir mit Thanos da durch die Welt marschiert sind und alles geone-shottet gefühlt haben. Das ist ein bisschen schade, dass sowas nicht mal vorhanden ist, dass Epic Games sowas nicht mal riskiert. Würde ich viel, viel geiler finden. Haben wir hier nicht noch einen Rift oder so gehabt? Ja, ich habe einen Rift. Ja, ich rifte mal. Ich rifte, nicht du, okay? Okay. Dann haben wir beide noch einen und können vorsichtshalber nochmal in Deckung gehen. Ich kann mir auch vorstellen, die letzten verstecken sich hier irgendwo. Die Frage ist nur, wo? Alter, machen die keine Skybase? Ja, im Nicht-Baumodus. Oh, da. Im Nicht-Baumodus bist du da. Ich hab voll vergessen. Warte. Da sind die. Ist das der letzte? Ja. Sollen wir uns mit ihm anfreunden? Hey! Lass uns Freunde werden! Hast du Bock, dich mit uns anzufreunden? Komm. Hier, ich bin hier. Aua. Der will nicht, Bro. Der will einfach nicht. Der will dann kriegst du erstmal einen auf die Rübe. Lass ihn mal wiederbeleben. Lass deinen Kumpel wiederbeleben. Ja, lass uns nach oben fliegen. Sollen wir Hide and Seek machen? Lass mal uns verstecken und gucken, ob die uns finden. Ja, die Partei. Der findet mich. Oh. Der darf dich nicht finden. Was ist denn sein Problem? Ich renn weg. Renn weg. Ich versteck mich einfach hier im Mülleimer. Ja, bei Stani zu Hause oder was? Ja, bei Stani zu Hause. Bro, das finde ich nicht korrekt von dir, dass du einfach bei Stani sein Zuhause reingehst. Ich spreche da einfach ein. Ja, Bro, du weißt, Stani ist auch ein Kumpel von mir, so wie du mein Kumpel bist, Digga. Und deshalb muss ich leider dich da rausholen aus Stanis Zuhause. Sehr gut. Ja, das ist nice, dass er dich da rausgeholt hat. Das ist auch ein Ehrenmann. Weil der weiß, dass man ein bisschen da Anstand haben muss. Guck mal, da ist ein Airdrop. Lass mal kurz gucken, was im Airdrop ist. Was ist im Airdrop? Was ist im Airdrop? Wow! Sollen wir mit dem Driften? Riften meine ich natürlich. Und du kommst mit, Junge! Wow! Ist der mit dir geriftet? Ich komm rein! Ja, der fliegt gerade runter. Der fliegt hier, Leute, der fliegt hier. Geht der nochmal in den Rift rein? Ich hab sogar den hier geriftet. Einfach den 7er weggeriftet. Wow. Guck mal. Der ist sauer. Der ist böse. Sorry, 7er. Wache der 7. Eigentlich bin ich ja für die 7er, aber jetzt habe ich den sogar attackiert. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, Pischta, es wird Zeit, den komplett jetzt zu eliminieren. Aber wenn... Sollen wir? Ja, ja. Okay, 3. Warte, ich fliege ganz nach oben. 2. Ui, Leute, lasst auf jeden Fall einen saftigen Like da und abonniert diesen den Kanal mit der Spitzhacke. Bam, 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 bam. Lasst ein Like da, checkt natürlich auch Pisch da unten in der Videobeschreibung ab und schreibt unbedingt rein, ob wir vielleicht Wer verlässt heute noch aufnehmen sollen mit den Jungs. Ja, das sehe ich uns doch. Falls euch das Video gefallen hat und die Mühe bei der Recherche, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ich küsse eure Augen. Haut rein. Tschüss.